Helene Fischer, heimlicher Skiurlaub mit Freund Thomas Seidel. Helene Fischer im Liebesglück und Liebesurlaub. Gemeinsam mit Freund Thomas Seidel verbrachte die Sängerin heimlich, still und leise einen romantischen Skiurlaub in Südtirol. Dass sie ihr Privatleben gern aus der Öffentlichkeit heraushält, ist nicht neu. Darum ist es auch nicht verwunderlich. Dass Helene Fischer ihren romantischen Skiurlaub mit Neufreund Thomas Seidel in Südtirol Ende Februar nicht an die große Glocke hängt, sondern sogar versucht, inkognito zu bleiben. Falscher Name. Ganz gelungen ist dies der Schlagerblondine jedoch nicht. Die Liftbetreiber im Skigebiet Reitzinnen im Hochblüstertal kamen ihr schließlich auf die Schliche. Pressesprecher Christian Tschurtschenthaler verrät gegenüber der Reise Tirol, sie hat in Vierschach unter falschem Namen Ski und Skischuhe ausgeliehen. Ihr Freund hatte seinen richtigen Namen angegeben. Geburtsdatum überführt. Beim Abgleich des Geburtsdatums wussten sie schließlich Bescheid, um wen es sich tatsächlich handelt. Als sie die Skischuhe zurückbrachte, haben wir sie angesprochen. Sagt Tschurtschenthaler, es war ein angenehmes Gespräch. Sie war ganz privat unterwegs und wollte auch nicht, dass wir ein Foto mit ihr machen.